Hallo ihr Lieben, hier ist Bibi von Bibi und Mitch. Ich bin heute alleine, Mitch hat den Renovierungsauftrag und ich habe heute den, ich löse meinen Geburtstagsgutscheinauftrag. Und zwar habe ich von meinen Jungs, von meinem Sohn und meinem Schatzi einen Gutschein für einen Ritt nach Neuwerk bekommen. Ich bin in Cuxhaven geboren, lebe auch seitdem hier, reite, aber ich war noch nie auf dem Pferd rüber nach Neuwerk. Heute ist es soweit. Ich freue mich mega darauf und ich werde euch mitnehmen. Und ja, seid gespannt. Ich hoffe, es wird ein tolles Video, ein toller Ausritt. Und ich freue mich so wahnsinnig darauf. Wir sehen uns. Bis gleich. So ihr Lieben, es geht los. Ich sitze auf Scotty und ja, bin 2, 4, die sechste im Bunde und wir starten jetzt nach Neuwerk. Bis später. So, wir reiten jetzt Richtung Thun. Über den Dorfplatz gehen wir dann über den Deich ins Watt. So, wir sind in Thun angekommen, der Dorfbrunnen. Ordentlich was los hier. Auf Ferienzeit. So, wir sind angekommen im Bad. Herrlich.
jetzt durch den ersten Priel. Body is pitchenass. Hier mal winken. So, wir verlassen nicht das sinkende Schiff, aber die regnerische Insel. Ab geht's nach Hause.
jetzt abgesattelt und alles abgebaut. Jetzt gehen die Pferde auf die Weide und haben ihren Feierabend wohl verdient und können ihn jetzt genießen. Ich hoffe, euch hat der Ritt gefallen. Es war abenteuerlich, kann man nicht anders sagen, durch die Gewitterfront, die wirklich, es gab viele Diskussionen bei Facebook, wie unverantwortlich einige da rangegangen seien. Das kann ich so nicht unterstützen. Es gab bis mittags wohl eine Gewitterwarnung von irgendwie circa eine Stunde oder in einem Zeitrahmen von einer Stunde. Und als ich mich zum frühen Nachmittag hin fertig gemacht habe, um erstmal zu meiner Reitbeteiligung zu fahren und dann weiter durchzufahren, habe ich auf die App geguckt und auch Mitch hat auf die App geguckt. Wir haben unterschiedliche Apps. Es war Regen angesagt von 18 bis 19 Uhr, aber definitiv kein Gewitter. Also ich finde, da ist ein bisschen scharf geschossen worden. Wir sind losgeritten bei Sonnenschein. Am 1. April fing es dann an zu regnen. Im April wurden wir logischerweise auch nass. Und dann kurz vor Neuwerk war dann, da war das Wetter dann wirklich vorbei und es hat gewittert und geregnet wie aus Eimern. Aber da waren wir nun halt schon drüben und wir können uns ja nicht einfach schwupps in Luft auflösen und sagen, so jetzt sind wir wieder zu Hause. Also wir mussten den Weg zurück. Aber unsere Leitung, hätte ich fast gesagt, unsere Vorreiterin hat das super gemacht. Wir waren in keinster Weise irgendwann irgendwie in Gefahr oder haben uns alleingelassen gefühlt oder ähnliches. Also das war wirklich, alles in allem eigentlich ein toller Ritt. Ich werde es nächstes Jahr nochmal probieren. Ich hoffe, dann ist kurze Hose Sonnenscheinwetter. Aber so an sich war es wirklich toll. Ich hatte Scotty. Scotty ist super gelaufen, war auch, jetzt nicht träge oder ähnliches, war jetzt nicht der Renner, aber man ist gut mit ihm im Team da mitgelaufen, hat mich vom Sitz her war es auch super. Ja, ich habe diesen Ritt mal aufgezeichnet. Ich habe so eine App, die nutze ich auch, wenn ich selber unterwegs bin mit Asti. 4 Stunden 31 waren wir unterwegs, 30,1 Kilometer Entfernung. Dann sagt er mir noch, wie viel Schritt-Trab-Galopp wir gelaufen sind. Und dann kann ich euch das einmal zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das hier drauf gleich erkennen. Da sieht man die Strecke. Ja, einmal quer durchs Watt. Also wie gesagt, es war wirklich schön. Wir waren eine ordentliche Zeit unterwegs. Der Ritt selber hat 90 Euro gekostet. Man sollte sattelfest in allen Gangarten sein und auch ein gewisses Durchhaltevermögen, weil das geht auch schon ein bisschen in die Beine. Ja, es war Reiterhof tote Hose und von Anfang bis Ende eigentlich alles vom Hygienekonzept auf dem Hof. Es gibt ein Dixi-Klo, falls man nochmal auf Toilette muss. Die Pferde werden einem zugeteilt nach Körperstatur, also man kriegt jetzt nicht das kleinste Pferd, wenn man ein bisschen kräftiger ist oder das größte Pferd, wenn man eine kleine dünne Person ist, sondern die gucken schon, welches Pferd passt zu wem. Und ja, man kommt auf den Hof, man muss ein bisschen was ausfüllen. Kontaktdaten aufgrund Corona. Auf dem Hof ist Maskenpflicht und ja, die Pferde sind gesattelt. Ihr dürft dann noch trensen und später am Ende, wenn ihr wieder zurück seid, die Pferde auf die jeweilige Weide bringen. Aber es wird euch alles gesagt, was wo wie gemacht werden muss. Ihr könnt Fragen stellen. Also sie sind wirklich für einen da. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Nein, eigentlich nicht. Also ich würde es immer wieder machen. Das war ein tolles Erlebnis. Vielleicht schaffe ich das ja nächstes Jahr. Für dieses Jahr sind die Termine ja schon alle durch und auch alle gut ausgebucht. Aber vielleicht klappt es nächstes Jahr nochmal im Sommer. Und ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es auch diesmal ohne Mitch war. Aber lasst ein Like da, kommentiert gerne. Facebook, Instagram, ihr wisst das ja alles. Bis bald. Tschüss.